Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 28.03.2024. Und unser DAX hat hier noch ordentlich Druck auf dem Kessel, schiebt weiter in seiner Schiene. Vorwärts, immer weiter. Und ist auch noch immer in Trendrichtung in Trendrichtung unterwegs. Wir hatten gestern gesagt, dass zum Mittwoch jetzt im Grunde auf der Oberseite noch Platz wäre. Ja, man aber dann langsam ein bisschen vorsichtig sein sollte, da zum Donnerstag bestimmt mal wieder etwas mehr an Gegenwehr kommen kann. Und das sehe ich auch immer noch so und würde wirklich für den Donnerstag jetzt denken, dass der wieder, wie ich ja letzte Woche auch, da hat es auch ganz gut geklappt, ordentlich, ich sag mal, gegenschieben kann. Auf der Ebene, wo wir hier schauen, sehen wir das nach oben raus vorab durchaus auch nochmal 600 bis vielleicht sogar 67 schon erreicht werden können, bevor er nach unten wegplätzt. Aber es wäre, das haben wir heute auch im Premium-Update geschrieben, gar nicht so verkehrt, wenn das per Abwärtskipp einleitet, weil über die ganzen Tage immer wieder Aufwärtskipp, 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 wurden die Leute jetzt auch konditioniert, dass sie abends das eigentlich nicht mehr machen und nicht mehr über Nacht irgendwelche Shorts halten, weil es ja die ganze Zeit schon nicht geklappt hat. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass jetzt 1, 2, 3 Mal hat es geklappt, ne? Und jetzt machen. Die Leute sind halt so, ne? Die sehen das so, 1, 2, 3. Die machen es vielleicht dreimal verkehrt, beim vierten Mal nicht und dann klappt es aber. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht sogar ein bisschen schwächer reinkommt. Solltet ihr schwächer reinkommen und ihr seht das, dass es schon Abwärtskipp macht und lässt das Abwärtskipp zum Beispiel offen. Also, dann wird es schon ein Plan, dass er ein bisschen tiefer Luft holen kann. Also, wenn das eine 360 wird, wäre das gar nicht so abwegig. Das wäre einfach nur hier auf den Vortageskurs einmal aufgesetzt. Und vielleicht sogar noch eine 300 im Abstauber-Modus. Ja, 300, 285. Das wären so die zwei Stufen auf der Unterseite, wenn er wirklich nach unten ein bisschen schnauben will. Ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich so tief auch gehen kann zum Donnerstag. Ich gehe aber davon aus, dass den dann am Nachmittag auch wieder hochdrehen und vielleicht sogar die Tageskerze noch grün kriegen. Ja, also ich will noch nicht davon sprechen, dass er den Trend umkehrt. Aber wir hatten das letzte Woche auch schon gesagt und ich glaube, dass die eine rote Tageskerze, hier guck mal, das ist genau das, was ich vor Augen jetzt auch habe. Es hat letzte Woche offenbar genauso gut funktioniert. Ja, ihr seht es, er hat hier, das ist kein Abwärtsgap gewesen, aber er hat komplett einmal bis runter gespult, von Aufwärtsgap sogar gewesen, Aufwärtsgap, dann einmal von da oben nach da unten runter gespult, auf die letzte Unterstützung aufgesetzt und wieder komplett nach oben gerammelt. Bis über Vortagesschluss. Ja, und so in die Richtung könnte ich mir das durchaus vorstellen, bloß eben mit dem Abwärtsgap vielleicht sogar. Ja, dass er dann sich hier bis 360 einmal durchspielt und dann wieder nach oben stößt und hier irgendwie den Kerzenkörper reinhaut. Das wäre üblich. Sollte das nicht passieren, könnte er oben noch die 600 und auch 67 erreichen. Ja, ist beides sehr, sehr wichtige Marken. Also die 67 natürlich die wichtigere von beiden. Und wenn dann dort rote Stundenkerzen ausbilden, könnte man durchaus auch mal was probieren, antizyklisch betrachtet. Also antizyklisch heißt gegen die Bewegung anzutraden. Die meisten machen das so und so von Natur aus, aber unter den Professionellen sagt man dazu antizyklisch, weil man das ja normalerweise eigentlich nicht macht. Man handelt ja zyklisch betrachtet und wenn man antizyklisch dagegen hauen möchte, wäre das aber ein guter Punkt da oben. Puffer müsste man aber ja allerdings ein bisschen breit geben, denn auch, ja doch, wir sind schon auf Tagesebene. Drüber wird es dann relativ dünn. Und erst wieder so richtig griffig im Bereich um 19.000. Ja, das sollte vielleicht auch dazu erwähnt sein. Das heißt, ich persönlich würde, wenn ich oben 67 irgendwas traden würde, einmal ein Stop-Loss drüber werfen. Und wenn es eine rote Stundenkerze ist, die man da wegtradet, dann da ein Stop-Loss drüber packen. Wenn es eine rote Tageskerze ist, die man dort handelt, dann so. Und klares Exit. Klares Exit-Szenario. Dann lieber den nach oben bis in die 19.000 reinlaufen und von dort nochmal ansetzen, als da 300 Punkte im Short verplempern und aussitzen, obwohl man doch weiß, dass er da oben hingehen kann. Na, aber das haben wir gestern schon ausführlich besprochen. Da brauche ich hier gar nicht mehr so ins Detail zu gehen. Wir nehmen hier mal noch zwei neue mit rein. Das einmal die 670. Das einmal die 7. 100 und 67. Ja, das sind die nächsten Stationen hier auf Stundenebene oben. Ansonsten habe ich neuen Seminartermin, habe ich gestern auch, glaube ich, schon gesagt. Machen wir 22. und 23.06. Vielleicht hatte jemand
Europa-Spielkarten, EM-Karten in Frankfurt. Schweiz gegen Deutschland spielt, glaube ich, am Sonntagabend. Bis dahin kriegen wir aber Seminar auf jeden Fall fertig. Und wer vielleicht Lust hat, kann Freitag auch mit auf die Börse kommen. Ich werde mal ein paar Plätze reservieren für eine Börsenführung. Und ja, bei Interesse einfach melden. Ich hänge es nochmal in die Kommentare mit rein. Und hier kann ich ansonsten nichts mitgeben. Also, die nächsten Ziele sind klar: 600, 670, 700, 67 und unten als Rückläufe. Wie gesagt, kann durchaus eine 360 werden. Wenn es nur eine 420 wird, wäre es okay. Aber ein bisschen traurig. Aber das wäre so ein Mindestziel für eine kleine Gegenbewegung. Jetzt, ne? 420. 420 würde ich als Mindestziel ansetzen, wenn er am Donnerstag nach unten wegschnaubt. Viel früher bräuchte man sich dadurch wahrscheinlich noch gar nicht zufrieden geben. Ja, ich mache hier zu. Mehr kann ich euch mitgeben. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.